Do-it-yourself SOS. Wir wechseln eine Kupplung bei einer 50N. So, auf geht's. Schraube schon mal gelöst vom Auspuff abgezogen. Ab ist die Sau. Nächster Schritt, Hinterreifen ab. Als nächstes, Trommel runter. Blind aushaken. Nächster Schritt, Bremsankerplatte runter. Nächster Schritt, Kupplungsdeckel runter. Mal kleine Vorarbeit geleistet. Nicht die Schrauben vertauschen, aber unterschiedlich lang. So, nächster Schritt, Kupplung rausholen. Wo ich schon gut dran kam, auch wenn man schon gut dran kommt, kann man auch gleich die Schaltbautenzüge nachstellen, wenn die mehr zu lose sind. So. Kupplungsdeckel raus. Den Sicherungsspiel hier umschlagen. Die Kupplung demontieren kann, habe ich ganz vergessen. Sollte man einen Kolbenstopper benutzen, damit sie nicht alles mitdreht. Jetzt kauft euch einen Kupplungsabzieher. Zack. So, Mädels, nicht zu vergessen, den Halbmondkeil, der dann da reingesetzt wird. Darf man nicht verlieren, sonst funktioniert da nämlich gar nichts. Fertig eingesetzt, kann man das erkennen? Ja, kann man. Das Ganze wieder rein damit. Die Sau. Das ist immer ein bisschen komisch. Auspuff, bitte.